erzählt uns heute, dass nicht nur, dass ein Mensch kann unrein werden, sondern auch die Kleidung von einem Mensch kann unrein werden. Was hat die Kleidung damit zu tun? Warum ist die Kleidung schuldig? Die Mensch hat freie Wahl. Die Kleidung hat keine freie Wahl. Die Kleidung kann nicht weiter verwendet werden. Die Kleidung muss zerrissen werden oder verbrannt werden. Normalerweise dürfen wir nicht Dinge wegschmeißen. Warum hat die Kleidung jetzt Schuld? Und von hier lernen wir, wie wichtig es ist, empfindlich zu sein, wie jeden anderen Mensch. Aber wenn Kleidung beeinflusst wird von der Umgebung, sicherlich ein anderer Mensch kann beeinflusst werden. Wir sehen das auch im Schabbat mit die Challah, dass wir decken die Challah, weil die Challah auch Gefühle hat. Und die Kleidung hat Gefühle und alles kann rein werden oder unrein werden. So im Gegensatz zu was man manchmal denkt, dass die Umgebung von uns nicht beeinflusst wird, natürlich wird es beeinflusst. Und wenn das so negativ ist, dass die Kleidung unrein werden kann, sicherlich ist es noch mehr und noch mehr und noch mehr so bei positiv. Wenn wir positiv denken, wenn wir positiv agieren, dann wirkt es auch auf die Umgebung. Und von hier lernen wir auch die Wichtigkeit, auch versuchen, positive Gedanken zu haben, weil das wirkt nicht nur auf die Menschen, die um uns sind, sondern sogar auf die Kleidung, auf die Essen und auf die gesamte Umgebung. Heute ist der 11. Tag im Monat Sivan. Der Rebbe Rashab hat gesagt, genau wie physisch, man kann sein gesund, man kann sein fit, man kann sein krank, man kann sein tot, genauso ist auch spirituell. Man kann sein gesund, man kann sein stark, man kann sein positiv, oder man kann sein krank, oder sogar man kann sogar tot sein. Was heißt tot? Wenn wir komplett kalt und indifferent sind zu der Umgebung. Eine Tote ist kalt. Leben ist warm. Wenn ein Mensch ist kalt und schleppt sich, das heißt, es schleppt nicht. Leben ist Wärme. Und wenn wir nur mit Weisheit verstehen, was Göttlichkeit ist, und haben nicht die Flamme, die Wärme, die Emotionen, dann das ist nicht Leben. Aber man kann auch wieder aufstehen, genau wie physisch wir aufstehen werden, genau auch spirituell, wenn wir mit unserer Weisheit unsere Emotionen bewegen und wir freuen uns und wir bewegen und wir bedienen Gott mit Freude und mit Emotionen, das ist die Wiederaufstehen spirituell. Thank you.